Willkommen zurück auf dem Kanal. Ich möchte euch heute den Georg von Frunsberg vorstellen. Ihr wisst ja, dass ich auf dem Frunsbergfest war dieses Jahr. Ich habe eine Menge Videos veröffentlicht und es kommen noch welche. Ruhe! Und ich habe hier eine alte Festzeitschrift mitgebracht. Das ist sehr interessant. Das lag aus. Die wurde erstellt 2017. Und hier geht es eben auch um den Georg von Frunsberg. Und während ich etwas vorlese im Vorwort, geschrieben von Dr. Reinhard Baumann, der auch einige interessante Bücher geschrieben hat, hier eine Empfehlung von mir, mal bei Amazon schauen oder im Buchladen oder in Mindelheim, gibt es auch ein paar Geschäfte, glaube ich, die das anbieten, auch während des Frunsbergfestes. Da werde ich einfach was zitieren, vorlesen aus dieser Zeitschrift und währenddessen einige Bilder laufen lassen, die ich noch habe vom Frunsbergfest, die ich noch nicht gezeigt habe. Und ich lese euch einfach mal vor, wer dieser Georg von Frunsberg war, der gelebt hat von 1473 bis 1528. Die Unterüberschrift heißt Ein Leben für Kaiser und Reich. Zweifellos ist der berühmteste Mindelheimer Georg von Frunsberg. Sein Vater Ulrich stammt aus dem Tiroler Adel, also der Herrschaft Frunsberg im Inntal, und hat 1467 die Herrschaft Mindelheim erworben. Seine Mutter Barbara von Rechberg kommt aus einer schwäbischen Adelsfamilie. Georg wurde am 24. September 1473 auf der Mindelburg geboren und starb hier am 20. August 1528. Dazwischen lag ein aufgabenreiches Leben, geprägt durch die Rollen, die dem nachgeborenen Adelssohn zugewiesen wurden. Er war Kriegsmann und durch den frühen Tod der älteren Brüder auch Grund- und Gerichtsherr der Herrschaften im Familienbesitz Mindelheim in Schwaben, St. Petersberg und Strassberg-Sterzing in Tirol. Dazu kamen zahlreiche größere und kleinere Besitztümer, nicht zuletzt die Bilderburg Runkelstein bei Bozen, die es zu verwalten galt. Nicht untypisch für einen Adeligen leistete Frunsberg Solddienst beim neuen Fußvolk, den Landsknechten, sammelte erste Erfahrungen im Schweizer Krieg von 1499. Die europäische Elitekrieger der Schweiz waren die erbitterten Feinde, aber auch die Lehrmeister der Landsknechte. Seine Karriere begann er als Hauptmann des Kriegsvolks der Reichsstadt Memmingen. Mit seinem Fähnlein trug er zur Niederlage böhmischer Fußknechte im Landshuter Erbfolgekrieg 1504 in der Schlacht von Wenzenbach bei Regensburg bei. Die Landsknechte wurden damit zum Fußvolk der Zukunft. Die böhmischen Söldner verloren zunehmend an Bedeutung. Frunsberg selbst wurde zum Ritter geschlagen und bewährte sich künftig nun als Landsknecht Hauptmann in den Venezianerkriegen von 1508 bis 1516. Die Eroberung einiger Bergnester in den Dolomiten, Kofel und Beutelstein, der Sieg von Vicenza 1513 und die Verteidigung Veronas machten ihn berühmt. Der Kaiser ernannte ihn zum obersten Feldhauptmann der Grafschaft Tirol und zum kaiserlichen Rat. In der Württemberger Fehde 1519 führte er das Fußvolk des Schwäbischen Bundes mit Franz von Sickingen, schützte er die Kaiserwahl Karls V. in Frankfurt und setzte mit dem Heeresaufgebot die Kurfürsten unter Druck. Seine größten Erfolge erfocht er für den jungen Kaiser und Enkel Maximilians. Im Rückzug von Valenciennes 1521 sah er seine größte Kriegstat mit den Siegen von Bicocca bei Mailand 1522 und Pavia 1525 beendete er den Ruf der Unsiegbarkeit der Schweizer Söldner. Sehr interessant, die Geschichte von Frunsberg, und sicherlich
lohnt sich da auch tatsächlich mal tiefer einzusteigen. Aber das ist jetzt erstmal ein Anfang und ich wollte euch das vorstellen und es geht auch noch weiter hier im Text. Einer der Sieger von Pavia, der größten Landschlacht des 16. Jahrhunderts zu sein, machte ihn im Reich zur Heldenfigur. Inzwischen galt er auch als Vater der Landsknechte. Dies aber nicht deshalb, weil er dieses Fußvolk organisatorisch geformt hätte und damit zum Begründer deutschen Kriegshandwerks geworden wäre, sondern wegen seines Charismas als glaubhafter, fähiger und ehrlicher Anführer. Er war der neuen reformatorischen Lehre gegenüber offen, ohne dann letztendlich den Bruch mit der alten Kirche zu vollziehen. Im großen Bauernkrieg von 1525, der ersten deutschen Revolution, stand er auf Seiten der alten Ordnung und trug wesentlich zu ihrem Erhalt bei, gehörte allerdings nicht zu denen, die die Bauern kompromiss- und gnadenlos niederwarfen und straften. Sein letzter Feldzug nach Italien führte in seine persönliche Katastrophe. Der Streik und das Aufbegehren seiner unbezahlten Knechte bei Bologna 1527 ließ ihn mit einem Hirninfarkt zusammenbrechen. Er lag in Ferrara und zwar krank, während das kaiserliche Kriegsvolk Rom stürmte und plünderte. Sacco di Roma. Todkrank und, da er den Feldzug selbst mitfinanziert hatte, hochverschuldet, kehrte er ein Jahr später in die Heimat zurück. Frundsberg ist nicht nur als Kriegsmann zu sehen, er war Politiker als Regent in der Tiroler Regierung in Innsbruck und als Hofrat in den vorderösterreichischen Landen. Risikobereiter Kriegsunternehmer, Sachwalter des Familienbesitzes und ein Familienvater. In zwei Ehen hatte er mit der Tiroler Adeligen Katharina von Schrofenstein 8 Kinder, mit der Tiroler Gräfin Anna von Lodron 3 Kinder. Bedeutende Zeitgenossen, nicht zuletzt Martin Luther, schätzten ihn hoch. In den Liedern und Erzählungen der Landsknechte lebte er weiter, in zahlreichen Bildern, in Liedern des Wandervogels und der bündischen Jugend, in einigen Denkmälern und vielen Romanen des 19. und 20. Jahrhunderts wurde er zum deutschen Erinnerungsort. Wie gesagt, ein Zitat von Dr. Reinhard Baumann in der Broschüre 40 Jahre Frundsbergfest Mindelheim. Eine sehr interessante Historie wird da auch hier dargestellt. Frundsbergfest war ja Anfang eher ein Kinderfest oder war ein Kinderfest und hat sich dann 1977 auch zum Erwachsenenfest entwickelt und ist eins der größten historischen und authentischen Mittelalterfeste, die es in Deutschland gibt, findet alle 3 Jahre statt und eben dieses Jahr 2023 war eine riesige Veranstaltung, was mir sensationell gut gefallen hat. Deswegen habe ich auch so viele Videos dazu veröffentlicht und wie am Anfang gesagt, es werden noch einige Folgen, weil das einfach sensationell war. Da will ich auch wieder dabei sein. So viel Engagement, so viel Authentizität, so viel Begeisterung war da zu sehen in Mindelheim. Die ganze Stadt, das war im Prinzip eine Zeitmaschine, in die man versetzt worden ist. Ich bin immer noch begeistert, wie ihr seht. Und insofern wollte ich hier nochmal ein kleines Video zum Frundsberg selber machen, weil er war mir vorher, um ehrlich zu sein, vom Namen bekannt, aber so richtig den Hintergrund wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Folgt mir weiter, wer immer hier den Kanal verfolgt, weiß, ich bin Freigeist, kommen Naturvideos, kommen Mittelaltervideos, kommen Mountainbike-Videos, kommen zu Naturtieren, Wildtieren-Videos, kommen über Künstler-Videos, kommen über Musikgruppen-Videos. Hier gibt es alles zu sehen. Mein Leben sozusagen, was mir Spaß macht und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. In dem Sinne, wer hier durchgehalten hat, der interessiert sich auch wirklich für Geschichte. Chapeau und ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Ich sage Servus hier vom Starnberger See. Bis dann. Ciao.